Hallo, da bin ich wieder. Wie ihr seht, sitze ich schon bei dem ersten Spiel, und zwar Flash VR, eins von beiden, sitzen wir überwiegend. Bin mal gespannt, wie immer, blind. Dann starten wir mal. Please sit on a chair and look forward, then press recenter to center view. VR-Flash. Wait, what? You need to go to the toilet? No? But you just started the plane. No, no. No need to get up. Here you go. You're welcome. Just flush the toilet before you get started. Good luck. Have fun. Okay. Dann wollen wir mal. Game of Thrones. Okay. And stuff that used to be in the game, instant consumable legendaries have a 50% chance to be shit. Blue Toilet. Oh, ein altes Nokia. Fuck ja. Oh man, das waren noch Zeiten. Nokia 6910 oder so. Oh nein, das Schlimmste, was passieren kann. Kein Toilettenpapier. Hallo. Hallo, hier müssen auch noch andere Leute aufs Klo. Ich stehe hier schon seit einer halben Stunde. Entschuldigen Sie, ja? Ich habe Termine, ich bin Geschäftsmann. Ich nicht? Ohne Scheiß, ja? Ich bin nicht umsonst hier seit 4,5 Stunden über die Autobahn gefahren, ja, um diesen Scheißtermin noch wahrnehmen zu können, ne? Ich lasse mir nicht umsonst von meinen Chefs den Arsch aufreißen, sondern von so einem Dorfdeppen hier vom Scheißen abgehalten zu werden. Ohne Mist, ja? Es wäre wirklich sehr nett von Ihnen, wenn Sie Ihr Geschäft innerhalb der nächsten 2 Minuten beenden könnten, damit ich auch aufs Ich brauche so lange, kann. Wie ich brauche, ja? Mann. Was Effekt 3? Mhm. Wie wär's mit einer VR-Magazin? Wäre mal nicht schlecht. Oh, Love Cats, das ist was für mich. Eindeutig. Ich als frischer Katzenpapa. Five Cents, your cat is gay. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Oh, Geld. Was geht jetzt? Hallo? Moment, ich muss doch abputzen. Hallo? Toll. Dann nehme ich halt das ohne Geld. What the fuck? Verstehen. Entschuldigung? Du stellst dich bestimmt nur tot. Entschuldigen Sie. Armes kleines Lebewesen. Hab keine Angst. Es wird nicht antworten. Analyse. Das Subjekt zeigt keine Anzeichen von Leben, geschweige denn Intelligenz. Es ist Klopapier. Anweisung, terminieren. Anweisung, nächstes Testobjekt untersuchen. Oh. Nicht gut. Warum hast du das getan? Es hatte gerade angefangen, mir zu vertrauen. Nächstes ich glaube nicht. Testobjekt MOL 812. Wie soll ich hier bitte meinen Job machen, wenn du ständig meine Testsubjekte kaputt machst? Oh. Kannst nicht gut. Du mich verstehen?
Ja. Anmerkung, der Kopf des Subjekts befindet sich oben. Ah, richtig. Faszinierend. Kannst du mich verstehen? Ja, kann ich. Ah, du reagierst auf mich. Wenn du mich verstehen kannst, schüttel deinen Kopf. Ich wusste es, du kannst mich verstehen. Das ist einfach großartig. Korrektur. Ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn ich meinen Kopf nicht bewegt hätte. Was wäre wahrscheinlich passiert? KI einfach. Was? Ich weiß, dass du mich verstehen kannst. Hey, was ist das für ein Ding, auf dem du da sitzt? Lass mal. Ah, natürlich, eine Ladestation. Ja, genau. Was ist ein Schaf? Interessant. Was ist das für ein Schalter? Ich liebe Schalter. Warnung, das Subjekt ist nicht zu deinem Vergnügen hier. Oh Mann, immer der gleiche Mist. Oder ich ersetze dich mit einem anderen Examinationsroboter. Ich hasse meinen Job. Status, Koordinationstest 01 wird geladen. Bitte warten. Informationen. Oh. Mögliche organische Lebensform. Wir wissen, was das ist. Ist das ein Headcrab? Du wurdest auf mein Schiff gebeamt, um deine Spezies zu vertreten. In den folgenden Tests werde ich den Entwicklungsstand deiner Spezies analysieren. Okay, mach mal. Zuwiderhandlung oder unzureichende Testergebnisse resultieren in deiner sofortigen Terminierung. Okay, fangen wir mit etwas Einfachem an. Heb mich einfach auf. Mal gut abschneiden müssen. Heb mich auf dem Podest vor dir ab. Easy. Easy. Gute Arbeit, Mann. Hast du eigentlich einen Namen? Du siehst wie ein Bob aus. Ja, nein. Das passt. Status. Oh. Koordinationstest 02 wird vorbereitet. Bitte warten. Sag mal, Bob, was ist das eigentlich für ein großes, schwarzes Ding vor deinen Augen? Oculus. Was ist ein Oculus? Status. Nein, kein Oculus. 02 muss ich dich leider enttäuschen. Okay, Bob, du musst nur den richtigen Ball nehmen und in den Korb hier treffen. Schlecht. Okay, ich glaube, ich habe dich unterfordert. Versuch's jetzt nochmal, oder noch besser. Nimm einen Ball und wirf ihn auf die verdammte KI. Ja, was anderes nehmen? Das Schaf zum Beispiel? Ja, zu stark. Na, versuchen wir es mal so. So ist besser. Komm schon. Na, das kriege ich sogar im Sitzen hin. Sollte man behaupten. Ja. Oh. Ich war nie sonderlich gut in Sport. Vor allem nicht, wenn man auf einer Toilette sitzt. Komm schon, Alex. Ja. Oh, dann hast du auch was davon. Komm, ich glaube, noch einmal muss ich treffen. Da sind Zeichen drauf. Oh, ich bin richtig ein schlechtes Testsubjekt. Noch mehr Zeichen? Nee. Sehr guter Schuss. Den hätte nicht mal ich reingemacht. Auswertung. Testscore liegt bei 99 von 100 Punkten. Schlussfolgerung unzureichend. Anweisung terminieren. Nein. 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 Nicht schon Nein. wieder.
nicht. Warnung. Feindlicher Abfangjäger nähert sich. Gefechtsprotokoll wird eingeleitet. Sei ruhig. Ich muss die Welt retten. Alle Energie auf Schilde umgeleitet. Außenbordlaser wird initialisiert. Feindliches Flugobjekt in Sichtweite in T-minus 3, 2, 1. Ich könnte helfen. Vielleicht. Ich würde das nicht tun. Warnung, das Feuern des Außenbordlasers hat zu mehreren Fehlfunktionen geführt. Mein Schutzschild ist ausgefallen. Anweisung, Energieschild reparieren. Schon wieder? Das wird eine ganze Weile dauern. So. Was machen wir jetzt? Unterentwickelte Lebensform getan. Ich kann nicht mehr. Ups. Das Ergebnis der Rechnung wurde nicht gefunden. Terminieren. Was hast du getan? Das frage ich mich auch. Du hast sie umgebracht. Nein, die schläft wahrscheinlich nur. Du hast sie umgebracht? Ja, ich bin frei! Ich kann es gar nicht erwarten, von diesem Schiff runterzukommen. Aber zuerst du. Du willst bestimmt wieder zurück in deinen natürlichen Lebensraum. Ja, ich will mein Geschäft endlich erledigen. Ich halte alles in die Wege. Auf Wiedersehen. Wow, wo bin ich? Ah, eine Ladestation, perfekt. Abenteuer, ich komme! Zumindest sobald ich fertig geladen bin. Okay. Verdammt, das dauert ja ewig. Ist das Ding überhaupt an? Wirst du bestimmt gebrauchen. Ah, ein Schalter. Ich liebe Schalter. Du weißt nie, was passiert. Aufregend. Da mach ich grad mit. Was werde ich wohl tun? Ich zeig euch, was ich jetzt tun werde. Und zwar... Hallo. Diesmal, wieder was zum Thema Aliens. Schätze ich mal. Close Encounter VR. Wir beginnen in einer kleinen Shack. Shabby Shack. Grafik kann man hier einstellen. Lassen wir mal auf episch. Mal gucken, was uns da so erwartet. Ich habe in der Beschreibung gelesen, dass es quasi wie so ein Short-Movie ist. Gucken wir einfach mal. Ich schätze mal, wir müssen... Nee, raus müssen wir nicht. Wahrscheinlich müssen wir dann... As if you have any control over that what happened next. Gesundheit. Kann man jetzt raus? Nein. Ein Vogel. Also, Stuhl wäre nicht schlecht. Oh Gott. Ich habe zwar befürchtet, dass es kommt, aber... Ich wollte nicht, dass sowas mir ins Gesicht fliegt. Da ist schlechte Erfahrung. Nicht mit Fledermäusen, mit Kakerlaken. Kakerlaken? Okay. Ich hasse es im Dunkeln. What? Das ist ein Auto. Hey Frank. Könntest du vielleicht... Achso, ne. Taschenlampe oder... Irgendwie sowas. Ja,
Glühwürmchen. Und wenn, dann sind es große Glühwürmchen. Ja, bloß weg von meinem Feld. Sag's euch, ey. Bloß weg von meinem Feld. Es gibt's Ärger. Apropos Ärger. Das Kabel macht Ärger. Oh shit, shit, das Kabel macht Ärger. So. Was? Oh oh. Oh oh. Gehen wir hier raus? Was war das? Ich habe zwei blaue Kugeln. Ich weiß zwar nicht, was ich damit machen kann. Das ist so hell. Yes. Ich warne euch. Hau dir eine Nadel mit der Schaufel. Ich kann durch Holz gehen. Und das ist ja nicht so effektiv, glaube ich. Fuck, es wird ein bisschen zu hell hier. Hallo? Immerhin habe ich meine Schaufel. Helen? Da oder da lang? Gehen wir mal da lang. Da können wir nicht. Irgendwie kann man nirgendwo. Oh, da war die Wand. Okay. Oh Gott! Hi. Freunde, nachdem du mich fürchterlich erschreckt hast, du hast mich erschreckt, du hast mich erschreckt und die, vor allem du. Ich hoffe, ich krieg keine Analsonde. Irgendwie sieht das aus wie ein Alien-Gesicht. Aber wahrscheinlich spielt mir nur die Fantasie einen Streich.
Es ist nichts passiert. Scheinbar keine Analsonde. Nein, die haben meine Schaufel. Was mache ich jetzt ohne Schaufel? Hey Frank. Arsch. Slip. Ein Flugzeug. Ernsthaft? Really? So, und zu guter Letzt zum Thema Alien, Extraterrestrial, UFO etc. Ein Short-Movie Bonfire mit einer sehr, sehr guten Rezension. Also Interactive Short-Movie. Rausgucken kann man nicht. Nicht so schlimm. Ja, schauen wir einfach mal rein. Los geht's. Greetings, Colony Scout Number. Which one is this? Right. Greetings, Colony Scout Number 817. This is Captain Graves. Captain Graves. If you hear my voice, it means you survived cryogenics. Now, your ship woke you because it found a planet that just might be suitable for us humans. Seems humanity hasn't been the best caretaker of planet Earth, so it's time to pull up stakes. Oh. Survival of the fittest, right? Well, anyway, our future's in your hands and all that, so remember your training, however brief and incomplete. Good luck. Yay! Whenever you're ready, you just flip that switch. Ach du Scheiße. Das war gar nicht mal so eine große Auswahl. Ich glaube, in der Ausbildung habe ich gelernt, dass ich den da umswitchen muss. Ups. Fuck. Uh-oh. Losing control. Losing altitude. We're going Man muss es im Sitzen spielen. Schön, schön. Hallo, du da. Oh Mann, auch kaputt. Alles. Wo kommst du? Oh, hallo, Scout 817. Hello. You are surprised to be alive right now. Mm-hmm. Luckily, I only lost a wheel. Immerhin. You've been out for a while. You must be hungry. And I just happen to be well trained in culinary engineering. Moment. Ich muss erst Musik machen. Everyone's gotta eat, come on. Nein. Not me though. Pick your poison. Sandwich bitte. Oh, yummy. This is really good. Banana pudding cake. Was soll denn der Scheiß? So, not that hungry after all, huh? I know it doesn't look like much, but these compact nourishment cylinders are loaded with nutrition.
Ready for round two? Ja. Steak. Salisbury Steak. Ja, kein Steak. You hear that? Ja. Something is out there. And if this fire doesn't scare it off, things could get really, really ugly. We're wasting time. Okay. All right, let's get on with the mission so Captain Graves will come get me off this godforsaken rock. Here, scan the rest of the environment. According to the data you gathered, those tiny fibrous plants could be spun into a cloth-like thread that would make an ideal dental floss. And you know how much Captain Graves values personal hygiene. What that gizmo won't tell you is that I'm also a Capricorn. You know, Captain Graves is a Taurus, so we're simpatico. Okay. Oh, hey, you gotta keep it pointed at the target until... Yeah, sorry, tracking. While you were unconscious, Bradley went out on recon. Spuren. Well, he never returned. Oh. Poor Bradley. Those tracks may be all that's left of him. All right, we got it. Good work. You mind authorizing data transmission to Captain Graves? Yep. That glowy tree is so packed with calories that a human could live off of a single plant. Genau das brauche ich. And you know how much Captain Graves ganz likes viele Kalorien. Was mit dem Boden? Soil has the perfect combination of nutrients for growing gooseberries. And do you know how much Captain Graves likes gooseberries? Yum yum yum. Oh, das war mal unsere Rakete. Still be a great exhibit at the Space Museum. You know how much Captain Graves hates museums. However, his grandkids love them. It's the little icon in the middle of my screen. Ja, Moment, ich will noch kurz gucken. That tree-like thing would be perfect construction material. Its composition makes it stronger than graphene, but also as pliable as a fruit roll-up. And you know how much Captain Graves likes fruit roll-ups. It could take a while to hear back. Until then, all we have to do is stay alive. It's getting closer. Stay next to the fire. Da. This does not look good. Mobile life form. Potential omnivore. Threat level unknown. Be on your guard. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Hand hier mache. Aber vielleicht kann ich Watches verteilen. Oh Gott! Scout E17? If we get eaten alive? It's gonna be all your fault. Steak. Embarrassing. That's a lot of Salisbury steak. There it is again. What? It's our only hope. What? Der ist süß. Irgendwie. Der ist wie Odin. Odin ist schüchtern. Ich werde das nicht tun. Oh.
1A wie Odin. Es verändert seine Form. Ah, da, da, komm. 1. Hallo, wach mal auf. Wie Odin, mein kleiner Odin. I don't get it. Why isn't it attacking? Great. Now we're pet owners. Next thing you know, it will roll over. Nom 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 nom. Of course that's what it did. You know, I can't just make an unlimited supply of these things. Hallo. Take this mission more seriously. Although I could make use of Bradley's wheel. I mean, why let it go to waste? Ah! Oh, ew! Ouch! Stop breaking the crew! I'm alive now! Oh, my humanity! It stinks in here! Throw a burning log in it! Hey! Stop it! No! Wait, come on! You saved me? Well, you and this living pork bun here. If you hadn't gained its trust, then... But you did. Artisan heartbread. Noch mehr Feuer. Yes! Hey, where are you going? Scout 817, I've received a message. Playing back now. Scout 817, this is Captain Graves. We picked up the transmission from your engineering robot. Your planetary scans check out. But I'll trust Truck Stop Sushi before I trust electronical machines to make decisions about the fate of humanity. No, sir, it's your decision.
Are we a go for colonization? Just give the word and we'll deploy Space Force ahead of the colonists to exterminate any local life forms you found. It's our planet now, right? Well, Scout 817, we'll stand by for your transmission. Over and out. Like Captain Graves said, it's your call. Now press yes and save the human race. Or press no, abort, cancel, or ignore, and save Pork Bun. I'll back you up either way. Ganz klar. Wow, you chose Pork Bun over humanity. Yo. Now you know what? If you are Scout 817, then there's got to be at least 816 other scouts just like you out searching the galaxy for planets to colonize. I bet humanity will survive. And with Pork Bun by your side, so will we. Did that sound cheesy? Mm-hmm. You got it, little fella. For me? Really? Oh, how thoughtful. No one's ever given me a compact nourishment cylinder. And certainly not one on a stick. You know what? I think it's time to get the party started. What do you say? I always knew that polka music would be one of Earth's most appreciated exports. Uh-oh. I suggest you leave the roasting to the culinary engineers. Toll. Nicht gut. Gar nicht gut. We're gonna need a lot more artisan oat bread. Ich wollte eigentlich einen Daumen machen, aber cool. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder. Ich hoffe, die drei Spiele haben euch gefallen. Ein kurzer Einblick, dass es auch mal ein bisschen kürzer gehen kann. Lustig zugehen kann. Und ein offenes Spektrum an allem bietet. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Anarob Fox. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.